Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. So. In der letzten Folge haben wir die Küche soweit fertiggestellt. Wir haben sogar einen Herd platziert, in dem ein Ofen ist. Wir haben hier eine Werkbank. Und wir haben verschiedene Platzmöglichkeiten, um Dinge zu lagern. So, als nächstes würde ich gerne das hier als richtige Lichtsäule verwenden. Okay, das da oben ist natürlich jetzt kacke, das müssen wir dann irgendwie ergänzen. Ist ein bisschen blöd, wenn das Mikrofon im Weg ist. Okay, aber machen wir Lava mache ich da jetzt nicht hin. Ich habe immer Angst, dass hier alles verbrennt, weil teilweise hier viel aus Wolle ist und so weiter und so fort. Es wäre keine gute Idee, Dinge hier aus Lava zu machen. Stattdessen. Zack. Ja. Was habe ich mir anders vorgestellt? Okay. Dann halt so. Und zwar sind das hier die Lichtquellen. Ja. So. Und jetzt noch hier zu machen. Zack. Und jetzt brauche ich meinen grauen Beton. Muss ja wohl grauen Beton haben. Hellgrauer Beton, da ist er doch. So. Das ist kein hellgrauer Beton. Ich meine, es sieht so aus. Wenn ich es in der Hand habe. Aber es ist leider nicht so. Das ist blöd. Es ist really, really blöd. Deswegen muss ich weitersuchen. Alles weiß. Quarzblock. Hab ich den jetzt getauscht oder habe ich den nicht getauscht? Habe ich nicht getauscht. Ich werde ja wohl grauen Beton haben, oder? Irgendwo auf dieser Welt muss grauer Beton liegen. In meinem Inventar. Hellgrauer Beton. Was ist ja der falsche? Grauer Beton. Da, geht doch. Warum nicht gleich so? So. Jetzt noch hier alles voll machen. Das war zu viel. Ach, das war Holz. Oh Junge, 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 Junge. So, das hier war komplett Holz. Wieso? Ist ja widerlich. Egal, sieht keiner. Gehört so. Alles klar. Da ist immer noch die Lücke, muss ich immer noch ändern. Jetzt haben wir hier eine Lichtquelle, ohne dass man sie wirklich sieht. Man sieht nur, dass es ein bisschen leuchtet. Aber das ist schon gut so. Wenn es dunkel wird, sieht man das ein bisschen besser. Und das gleiche machen wir jetzt mal ganz kurz hier drüben, weil wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir die andere Säule, die in weiß gehalten ist natürlich, auch nochmal schnell machen. Zack, zack, zack. So. Doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das Spiel verarscht mich doch. Oh Mann, ey. Ah, nie reichen meine Ressourcen. Das kotzt mich so an. Oh Mann. Okay, Scheiße, Mann. Ich brauch meinen leeren Beutel. Und da packen wir jetzt erstmal alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Weißer Beton, den werden wir noch brauchen. Und den Rest, den packen wir hier einfach wieder rein, ey, ganz ehrlich. Wie kann es sein, dass die Kiste jetzt voller ist als vorher? Hä? Wie ist das möglich? Ach so, so ist das möglich. Ich verstehe, wie das möglich ist. Grasblock. Ja, lecker mio.
Ja, verzieh dich. War auch endlich wieder ein bisschen Platz. Und diese Scheiße, die kann aus meinem Inventar raus. Alles klar, so. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe den noch nicht auseinandergebaut, ne? Nein. Zack. Hatte ich nur noch diesen einen? Muss ich jetzt zurück in den Nether? Oh, ich war da so lange nicht mehr. Oh Gott, dass ich da nicht nochmal farmen muss. Okay, und jetzt noch weiß drauf. Tada! Es sieht irgendwie scheiße aus, weil es falsch ist, hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, du bist Schnee. Oh, dieser Bastard. Wolle, Quarzblock. Warum quälst du mich, Leben? Was habe ich dir jemals getan? Oder was habe ich dir nicht getan? Ich wette, jetzt geht's leer. Alter, dieses Trockenbeton, das ist auch Schnee. Oh, shit. Oh, gemeißelter Quarzblock. Weißer Beton, da haben wir doch. Der sieht zwar nicht wirklich weiß aus, aber... Ja, wir tun einfach mal so, als ob. So. Repariert. Wunderschön. Diese Säule wird nun Licht abgeben. Sehen Sie, was mich jetzt momentan noch stört, ist das hier vielleicht, aber... Flauschi! Katzen. Das sieht noch so traurig aus. Aber wir haben noch zwei Räume vor uns. Das wird knapp. Okay, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen zu bauen. Also, hier eine S-Ecke. Was machen wir hier eigentlich hin? Machen wir hier so noch eine Bar hin oder so? Ich meine, kann so eine Tika-Bar sein aus Holz oder so. Da kannst du dich heranstellen und dann, keine Ahnung, Saufi-Saufi machen. Aber hier würde ich sagen, machen wir einen Tisch. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne einen runden Tisch machen, aber wir wissen alle, dass es... Dass mich das wahrscheinlich verrückt machen würde. Aber wir probieren's. Wir probieren's, Leute. Also gut, dafür brauchen wir. Das hier auf jeden Fall nicht. Das packen wir mal kurz hier rein. So, aber ich will einen runden Tisch, Leute. Ich weiß nicht, warum ich immer solche Sachen will. Warum gehe ich über den schweren Weg? Warum nicht den einfachen? So, wenn ich ein Tisch wäre, würde ich mich hier positionieren. Oder machen wir da noch eine Couch hin? Nee, das ergibt keinen Sinn, dann sieht man ja nichts. Komm, wir machen jetzt einfach hier den Tisch hin. Und dann ist gut, und zwar brauchen wir den. Genau. Wir müssen jetzt hier eine Rundung hinhauen. Wir haben jetzt hier 8, 8, 8. 3 mal 8. 3 mal 8. Das ist 24. Okay, 24. Wir haben hier 24 mal 24. Und daraus mache ich jetzt einen Kreis. Okay, wir beginnen damit, dass der hier... Ist das ein Achter, ne? 1, 2, 3... Ja, es muss ein Achter sein. Wir brauchen 6. Das heißt, wir nehmen... 2 Pixel an der Seite weg. So, dann müssten wir 6 haben, ne? 1, 2, 3, 4... Achso, nee. 5, 6. So, 6... Dann haben wir 3 runter. Oh. Das nennt ihr einen Kreis? Oh. Okay, ich brauche keine Schablone mehr. Also vom Prinzip her ist das recht einfach gemacht, der Kreis. Wir nehmen hier an den Ecken noch was weg, machen 1, 2, 3 draus und dann gehen wir hier runter. Und das sagt Photoshop, sagt mir, dass das... ein Kreis wird. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir müssen den eventuell ein bisschen weiter rechts positionieren, aber gut. Ich würde sagen, dann machen wir das mal so.
würde mal glatt behaupten, hier ist irgendwo der Wurm drin. So ist es um 2 Pixel verschoben. Das sind 3, das sind 3. Das sind 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö, ist doch richtig so. Nein, ist es nicht. Wieso ist hier der Wurm drin? Wieso geht diese Ecke nicht auf? Oh. Ich sehe, warum sie nicht aufgeht. So. Ein Glück habe ich Programmierkünste und Programmierer sind ja dazu spezialisiert, Fehler zu finden. Deswegen war das jetzt ein einfaches. So, das ist unser Kreis. Der ist jetzt nicht wirklich kreisig. Nicht so kreisig, wie ich dachte. Und den nehmen wir jetzt mal ganz kurz. Okay, war richtig. Auseinander. So. Und bauen den dann nochmal ein Stück mehr in die Richtung aus, ne? Okay, was bist du für einer? Du kommst hier hin, ne? Was? Ja, hab ich's komplett kaputt gemacht, oder? So? So? Puh, ist ja fast wie Puzzeln hier. So. Alles klar. Jetzt gehen wir eins hoch. So, damit man sich schön mit den Zehen dagegen stoßen kann. Man kennt es. Man liebt es. Oh, es schneit. Guck mal, wie cool das aussieht. Ah! Du sitzt hier einfach ganz gemütlich und isst dein Abendbrot. Und dann siehst du das. Also, wenn das nicht geil ist, dann Leute, dann weiß ich auch nicht. Aber wenn es irgendwie hier von links und rechts kommt, das ist der Schnee, hä? Wieso schneit das so seltsam? Wieso spawnt der Schnee in der Mitte? Und geht da nach links? Hä? Wir gehen mal kurz raus. Ist das normal oder? Ich jetzt blöd. Das ist normal. Nur bei dem ganzen Licht, das ich hier habe in der Ecke, sieht man halt den Schnee richtig gut. Deswegen fällt das auf. Weil sie einfach ineinander spawnen und dann einfach verschwinden. Aber es sieht so cool aus. Ja, fast. Fast, Leute. Okay, jetzt brauchen wir... Ein Hallo? Baumstamm da. Jetzt nehmen wir einen Baumstamm. Der kommt nämlich mittig hin. So, der muss aber nicht rund sein. Den machen wir 1, 2... Das ist falsch. 1, 2, 3, so, ne, ja. Ist das mittig? 2, okay. 2, okay. So, das ist jetzt hier mittig. Perfekt. So. Dann geht's hier hoch. Ist, glaube ich, ein bisschen hoch für den Tisch, ne? Machen wir mal so. Und dann machen wir den oval. Oval ist hier das Stichwort, Leute. Und zwar beginnen wir am besten... Wie machen wir jetzt... Das ist ja kein so cooler Tisch, ne? Was wäre cool? Grastisch? Wollen wir einen Grastisch haben? Yes. Wir bauen hier ein modernes Zuhause. Das Gras kann mich. So, Kies. Kies könnte gut aussehen. Aber Kies haben wir draußen schon zu viel. Hm.
Ziegeltisch? Eisentisch? Gemeißelter Steintisch? Ich denke, damit kann ich leben. So. Wir dürfen noch 8 in diese Richtung gehen, ne? Dann wären wir quasi perfekt auf mit dem Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, perfekt. Wir machen einen ovalen Tisch draus, damit da ganz, ganz viele Leute sitzen können und diese Erfahrung erleben können, da herauszugucken. Nein. So. Kann ich noch weitergehen? Ich kann noch weitergehen. Ich glaube, ich werde auch an der Seite hier keinen Stuhl platzieren. Deswegen lassen wir es mal so. Also hier haben wir einen ganzen Rang gesetzt. Jetzt muss ich rechnen. Du bist hier eigentlich perfekt mittig an den Seiten, ne? Hier ist ein ganzer. Und hier ist quasi, das hier ist ja nur ein halber. Das heißt, wir haben hier... halb. Und wenn ich hier jetzt nochmal halb mache, das heißt... eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, das ist ja die Hälfte. Das heißt, hier haben wir eineinhalb. Auf der anderen Seite haben wir... eigentlich haben wir hier einen Ganzen, so. Das heißt, hier können wir auch einen Ganzen machen, ja? So, wir machen das mal so und dann nehmen wir... okay. Und nur gucken, wo der Ganze beginnt. Und jetzt müssen wir das Ganze nur rund machen. Huh. Was ist ein Stress hier? Okay, so. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Die erste Abrundung, Leute. Ah, hier kann ich das nicht so einfach machen, ne? 2, 3. Oh, es wird Licht. So, abgerundet. Perfekt. Jetzt ist das Ganze hier noch, das gleiche nochmal. Und dann hätten wir es. Dann haben wir einen richtig nicen Tisch. Vielleicht ein bisschen hoch. Das kriegen wir hin. Alter, ich... bist du hier? Ja. 1, 2, 3. So. Und nur noch diese Ecke hier. Jetzt muss ich noch... das Ding ist, kriege ich zu finden. So. 1, 2, 3. Perfekt, der Tisch ist fertig. Das ist unser kleiner Weihnachtstisch. Den werden wir natürlich auch beladen, accessoire-technisch. Und Stühle. Stühle haben wir schon, Leute. Ja, wo sind die denn? Ja, die zeige ich euch jetzt, Leute. Pass auf, ich glaube, ich muss dafür runter. Ich habe die leider unten gelassen, ne? Jaha! So. Hier. Seht ihr die Stühle? Die sind klar ersichtlich. Wer die Stühle nicht sieht, der hat einen niedrigen IQ. Oh, schön die Zuschauer beleidigt. Oh, oh Mann. Okay, okay. Kein Problem. Wir holen uns einfach die von oben. Da müssen die ja oben sein, wenn die nicht hier sind. Schau, dass nicht alle Bäume gewachsen sind, weil sie zu nah aneinander stehen. Aber naja, was will man machen? So.
So. Hier habe ich ja nichts reingepackt, ne? Da. Das ist ein Stuhl und das ist ein Stuhl. Ihr glaubt mir nicht, ihr habt Pech gehabt. Was bist du? Keine Ahnung, was du darstellen sollst, aber ich habe hier Stühle. Was brauche ich dafür alles? 7 Eigenschaften. Ich brauche roten Beton und hellgrauen Beton. Kein Holz? Ist echt nur aus den beiden gemacht, okay. Habe ich roten Beton? Ich habe roten Beton. Und hellgrauen müsste ich eigentlich auch noch haben. Aber kann sein, dass ich noch grauen habe. Wir gucken einfach mal. Mal schauen, wenn wir mal einen Stuhl so testeshalber mal aufbauen. Nö, wir haben nicht genug. Aber irgendwie fehlt da noch was. Irgendwas fehlt da doch. Kann nur nicht mit dem Finger drauf zeigen. Die Rückenlehne, ne? Wieso fehlt die Rückenlehne? Irgendwer baut hier wieder Scheiße. Die Rückenlehne fehlt, Leute. Oh, hier ist meine Toilette. Mein Waschbecken. Ja, die kann ich ja nicht hier erstmal drin lassen. Es dauert ja, bis wir da angekommen sind. Oh, die Rückenlehne muss ich dann wohl selber bauen, ne? Und eventuell sind die Stühle zu klein. Man würde sehen. So. Nett. Wo kann ich die hier? Ach so. Ich weiß gar nicht, wie rum du gehörst. Wir müssen den erstmal einmal aufbauen, warte. Der ganze obere Teil fehlt. Aber was zur Hölle ist das? Oh, nein. Das ist der Tisch. Ah, die obere... Warum fehlt der obere Teil der Lehne? Okay. Wir tun Folgendes. Wir nehmen den jetzt hier nochmal auseinander. Ach Gottes Willen. Warum musst du immer so nervig sein, auseinanderzubauen? So. Wir machen es wie vorher auch schon. Wir platzieren mal hier einen hin. Und nun werden wir gucken, ob wir den Stuhl nicht in einen Pixel reinkriegen. Erstmal bauen wir ihn hier auf. So. Dann muss das hier weichen. Dann machen wir ihn nochmal kaputt mit der Spitzhacke. Ist alles ein bisschen kompliziert jetzt. Aber wir müssen das richtig gut hinkriegen. Spitzhacke habe ich gesagt, Mann. So. So und... So, ja, dann kriegen wir in einen Pixel rein. Na geil. Jetzt kann ich ihn quasi auseinanderbauen. Ich habe hier ein ganzes Stück. Das kann ich auch noch schön mittig platzieren. So, und jetzt kommt der Clou. Wir werden nämlich die Lehne ersetzen. Das dauert ja nicht lange. Ich weiß ja in etwa, wie die war. Ne? Gehen wir ein bisschen hier hoch. Zack. Das ist halt eine königliche Lehne. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist das? Stein! Ja, gut, dann das erklärt einiges. Ich kann sagen, irgendwie passt das farblich nicht zusammen. So. Dann so, so, so. Dann nehmen wir ein Pixelchen und verbinden das Ganze. Ich glaube, vorher sah es besser aus. Ich glaube, ich hatte auch noch eine Rundung drin. Können wir auch gerne reinklatschen. Hier, Rundung. Gehen wir 2 runter.
Scheiße. Da habe ich was aus der Wand entfernt. So. Rundung. Und dann machen wir einfach so. Da, und schon ist unser Stuhl fertig. Und was wir jetzt machen, es wird nämlich jetzt ganz raffiniert. Wir bauen den jetzt wieder auseinander. Aha. Nehmen aber unser Schüssel in die Hand und sagen, Junge, mach mal rückgängig. Jetzt haben wir den Stuhl in der Hand und der ist auch gleichzeitig da. Okay, so. Können wir die nämlich einfach platzieren, wie wir wollen. Zack. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, Baby. Tu mir das nicht an. Ich stelle mich hier einfach drauf. Okay, es könnte komplizierter werden als gedacht. Gibt hier nicht mal eine Ersetzen-Funktion? Achso, ja, weil es schon fertig ist. Ein fertiges Bauteil. Wie haut das nicht ganz hin, ne? Das war Versuch wert. Ach Mann. Das ist das große Problem. Ich kann kein Pixel. Ich muss da in die Mitte. Da in die Mitte muss ein Pixel. Da in die Mitte muss ein Pixel, sonst kriege ich das nicht rauf. Gib's mir wieder. Ey, es ist verschwunden. Ach Mann. Okay, hier muss auch ein Pixel hin. Wir werden das noch durchspielen, Leute. Da, zack, durchgespielt. Junge! Ey, ist tatsächlich groß genug. Der Tisch hätte sogar noch größer werden können, ne? Hätte ich echt nicht gedacht. Vielleicht werde ich den nochmal größer ziehen. Weil ich kann. Na gut. Nächster Stuhl. Wir sollten jetzt die Pixel dahin bauen. Und nehmen später weniger Probleme. So. Voll gepixelt. Okay, Stuhl. Ich würde sagen, wir machen an der Seite zwei Stühle hin, ne? Was ist los, Shiva? Ist dir langweilig? Hm? Und Flauschi, kein Bock, dich zu jagen. Oh, ja, siehst du, jetzt geht das viel schneller voran. Man muss erstmal Techniken entwickeln, wie man die Scheiße erstmal aufbaut, ey. Aber naja, Minecraft soll ja Kreativität hervorbringen und das hat es ja gerade getan. Ich musste kreativ werden, um meine Stühle funktionell zu machen. So. Tada. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. So. Ich habe fertig. Die Stühle stehen. Das Essen kann somit beginnen. Junge, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Stell dir vor, ihr sitzt hier an diesem Stuhl. Zack. Und genießt das Essen, was ihr quasi mit euren Füßen esst. Aber egal. Und schaut einfach raus. Und wenn es jetzt noch anfängt zu schneien. Dann hockt ihr hier. Und es schneit draußen. Und es ist dunkel. Und ihr esst zusammen. Eure Suppe. Und die Tiere oder unten verrecken. Weil sie hungrig sind. Ach, das ist cool hier.
Das gefällt mir. Echt gut hinbekommen. Na gut. Den Stuhl können wir gerne hier in der Ecke stehen lassen. Der ist halt Ersatz. Ja, jeder kennt es, ein Stuhl ist in der Küche immer in der Ecke. Ich bin stolz. Wir können rein theoretisch, können wir den Tisch eigentlich schon höher machen, ne? Dann ist ja ein easy Ding. Oder auch nicht. Okay, ich brauche 2 Steine. Gehen wir zu meiner Steinmine, die eigentlich überall ist. Zack, zack. So, Stein. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber ja. So. Machen wir den einfach ein bisschen höher. Vielleicht noch eine Decke dazu. So eine weiße. Ich meine, dann sieht man den Stein nicht mehr, ne? Ich weiß, dann ist es irgendwie ein bisschen unlogisch, dass ich überhaupt Stein platziert habe. So. Massiv. Sehr schön. Damit ist die Küche erstmal abgeschlossen. Hier fehlt natürlich noch eine Menge, ne, vom Detail her. Aber die Möbel stehen. Erstmal die Möbel, dann die Accessoires. So. Und dann würde ich sagen, als nächstes widmen wir uns dem Schlafzimmer. Und das werden wir dann morgen machen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.